Oh mein Gott, Alter! Okay, ich trag's dann am besten auch so. 10 glücklichen Gewinnern, ich fange einfach mal an, Alter. Boom! Alter, Junge, was ist das? Wieso geht das denn nicht? Hä? Yo! Freunde, willkommen zu einer neuen Episode von Pimp My Fußballstadion auf der Terrasse. Jedes Mal hat es einen anderen Namen. Wir bauen heute an unserem Fußballplatz weiter, wie ihr seht. Bist Bescheid, Freunde. Sieht richtig fresh aus, aber es gibt noch einiges zu tun. Echt? Unter anderem kommen auch eure Namen heute auf eine unserer Banden. 10 Leute werden ausgelost, Freunde. Da bin ich mal gespannt, wer gewonnen hat. Ihr müsst noch einiges besorgen, auch was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, um uns weiter hier zu supporten und unser Fußballstadion. Bist Bescheid, und ich glaube, wir gehen am besten jetzt direkt mal los. Komm. Besorgung erledigen. Direkt, nicht besorgt. Oh, nein. Was? Wir haben jetzt auf jeden Fall hier die Umrandung schon mal für einen Fußballplatz. Ne, wisst ihr Bescheid? 14 Meter, schon wieder ordentlich Geld, was uns flöten geht, aber was will man machen? Das soll ja auch geil werden, ne? Jetzt brauchen wir noch Kabelbinder, um das Ganze hier nämlich auch ordnungsgemäß zu befestigen, ne? Ja, richtig. Welche nehmen wir denn da? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, richtigen Kabelbinder, 100 Stück. Jawohl. Alles klar, zur Kasse jetzt. Du hast da was verloren. Das, wenn man Eli Brabra nicht dabei hat. Alles klar, jetzt können wir loslegen. 14 Meter Sichtschutz, der kommt natürlich hier hin, Freunde. Jetzt wird erstmal gearbeitet, dann müssen wir auch noch ganz wichtig hier die Hollywood-Schaukel abmontieren. Die nimmt einfach zu viel Platz weg. Ja, und wenn ihr euch fragt, wo Lars ist, was der jetzt in der Zeit macht, während ich hier arbeite, der lässt sich gerade massieren. Alles klar, dann arbeite ich mal allein weiter, ne? Danke, Bruder. Kuss geht raus, ich hoffe, du hast Spaß bei der Massage. Ja, moin, alles klar. Passt schon. Nein, Holz, ich brauche keine Hilfe. Ich hoffe, dir geht's gut bei der Massage. Oh Gott. Oh nein. Gar kein Problem für mich. Tut mir leid, die Schaukel muss jetzt weichen, weil wir brauchen definitiv diesen Platz hier, um eure und unsere Ideen weiter zu verwirklichen. Später. Irgendwas da draußen auf dem Fußballplatz gehört. Wen haben wir denn da? Also einer Person scheint der Platz ja richtig gut zu gefallen hier. Da sehen wir ja, der Fußballplatz eignet sich auch super, um Mittagsschläfchen zu machen, ne? Ja. Also fehlt eigentlich nur noch so eine Decke hier, oder? Kissen. 6,5 Stunden später. Und wie war die Massage? War gut. Ich fühle mich wie ein neugeborenes Baby. So, jetzt mal noch kurz das Gefährt gewechselt. Also, wir müssen ja schon ordnungsgemäß hier als YouTuber unterwegs sein. Anders geht das nicht. Nachdem du dich jetzt auch hier schön hast massieren lassen. Ich will gar nicht wissen, wo geht's jetzt los. Denn wir brauchen noch mehr Sachen. Wir haben kein Budget, aber wir brauchen noch mehr Sachen. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt wieder richtig gut, Mann. Wir suchen aktuell noch eine Umkleidekabine für ein Fußballstadion. Aber man muss sich auch umziehen können. Deswegen schauen wir mal hier. 780 Euro, bisschen über unserem Budget, aber wir haben es ja, ne? Daran soll es nicht scheitern, Freunde. Was sagst du dazu? Das sieht gut aus, sieht gut aus. Wir können uns auch mit mehreren Leuten umziehen. Teste mal, ob man das wirklich kann. Scheint zu funktionieren. Das ist gut. Geht. Ich glaube, die nehmen wir, oder? Einkauf beendet. Das Problem ist, wir wissen gar nicht, ob wir das hier in den Wagen kriegen, was wir gekauft haben. Das ist so viel. Ja, könnte eng werden, aber... Oh, passt irgendwie doch. Also es läuft mal wieder gar nicht. Wir wollten eigentlich ein paar andere Sachen kaufen. Nimm mal die Maske ab da, aber wenn du mit mir redest. Irgendwie sind die Sachen nicht da. Bisher lief alles immer super gut, aber jetzt ist in Krise. Ja, Folge 3, wir fangen an zu strugglen. Ja, es läuft alles nicht so gut. Das heißt, wir müssen morgen wieder los, denn jetzt wisst ihr, es ist schon 8, alles hat zu. Aber immerhin haben wir den Edding für die Namen, ganz für die Bande. Richtig, das ist uns richtig, Leute. Und wir sagen jetzt die Ansage bei 20.000 Likes auf diesem Video. Ich krieg diese Maske nicht. Kommen wieder 10 Leute, die jetzt unter dem Video kommentieren, an die Bande. Das ist ein guter Deal. 20.000 Likes und wieder 10. Und wir schreiben in der Folge natürlich die ersten 10. Keine Sorge. Ja, jetzt erstmal ab nach Hause und ein bisschen weiter arbeiten mit dem. Oh Mann, das hat sich so gelohnt, Alter. Wenigstens wurdest du massiert. Wir sind back und jetzt wird's Zeit. Das kann schon wieder was werden. Jetzt machen wir die Umrandung, Freunde. Das hier wird alles dicht gemacht, wisst ihr, Freunde? Ganz wichtig. Die ganzen Leute da kein Auge machen, ne? Weil ich habe schon den einen oder anderen Nachbarn gesehen. Die werfen ja auch regelmäßig Glassplitter hier runter. Dann weiß hier keiner mehr, dass überhaupt so ein geiles Stadion gibt. Und so ein Ding ist. Die Sonne geht nämlich gleich unter, deswegen sollten wir uns beeilen. Aber wir schaffen, bevor es dunkel wird. Ich hoffe, wir schaffen es, bevor die Sonne untergeht. Let's go.
Also wenn das nicht Maschallah aussieht, Freunde. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch befestigen hier. Aber das ist mal fresh, Alter. Wir müssen mal wieder die Kosten hier kalkulieren, Alter. Wir sind gar nicht. Wir hatten ein Budget von noch ungefähr 300 Euro. Dafür haben wir bezahlt Huni fast, ne? So Huni müsst du. Wir haben ja noch den Edding geholt. Den Edding und noch was anderes. Ja, da sind noch mal 100 Euro weg. Jetzt kann einem die Sonne auch nichts anhaben, Freunde. Let's go. Holzi macht die letzten Kabelbinder. Aber ansonsten ist das Ganze befestigt. Sieht gut aus. Jetzt kann der Jürgen von der dritten Etage nämlich nicht mehr hier so hingaffen, Freunde. Die Nachbarn können nichts mehr sagen. Man sieht nämlich nichts mehr. Und endlich fühle ich mich hier schön geborgen, unbeobachtet. Ganz geil ist auch, dass wir jetzt hier eine riesen Ecke haben mit ein bisschen Vogelkacke, aber kein Problem. Wir haben jetzt richtig viel Platz hier nochmal rausgeholt, um da auf jeden Fall was hinzubauen. Verraten wir noch nicht, aber es wird episch, Freunde. Hat auf jeden Fall ein bisschen mit Essen und Trinken zu tun. Na wow, was kann das sein, Alter? Das ist keine Toilette. Wir machen jetzt erstmal ein Päuschen, weil die Sonne geht unter und wir bauen morgen auf jeden Fall hier weiter und dann kommen auch eure Namen auf die Bande. Dann morgen. Es ist der nächste Tag und es wird jetzt mal Zeit, dass wir eine kleine Challenge auf dem Platz machen. Wir haben noch nie so richtig gespielt. Hast du eigentlich recht. Wir haben uns ein richtig geiles Spiel ausgedacht. Let's go. Und zwar spielen wir Fußball-Squash gegen die Wand. Der Ball muss gegen die Wand gespielt werden. Darf nur einmal auftitschen. Und dann muss man wieder gegen die Wand spielen oder ein bisschen hochhalten, wie auch immer. Jeder hat drei Leben. Ja, und wer als erstes kein Leben hat, hat verloren. Der hat kein Leben, Alter. Let's go. Nein, zwei Leben, drei Leben. Oh mein Gott, Alter! Junge, es ist todisch rutschig, Alter! Ich bin komplett hingefallen, Digga. Eins, drei. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie? Nein! Nein! Weg da, weg da. Okay, ich hab zweimal berührt. So, ich habe irgendwie den Spidey verloren, Freunde. Jetzt erstmal schauen, wo der ist. Spidey. So, hä? Was machst du denn da, Alter? Junge, wir müssen jetzt mal langsam im Stadion weiterarbeiten. Ich arbeite mal... hier, ich mache Recherche. Ja, scheint gut zu funktionieren mit deiner Recherche, Alter. Weil vielleicht wollen die Leute auch eine Hängematte auf dem Fußballplatz. Ja. Also gestern sind wir hierhin gefahren mit dem Auto, um ein Edding zu holen. Jetzt sind wir zu Fuß, haben kein Auto. Ja, moin. Oh, und haben das gekauft. Das ist eine große Tonne drauf. Wie hast du dir das jetzt vorgestellt, Holzi? Also, ich meine, wir müssen nur 5 Kilometer laufen, Digga. Wir wechseln uns jeden Kilometer. Geht klar, sagst du. Warte, ich habe eine gute Idee. Nimm mal die GoPro. Ja. Pass. Tricks. Ja, super. Okay, ich trag's dann am besten auch so. Ja, das sieht doch super aus. Und lauf los. Einfach immer geradeaus. Wir sehen uns gleich, ne? Ist richtig, richtige Richtung. Haben wir die Tonne doch hier? Ich frage mich erstmal, was willst du überhaupt mit dieser Tonne? Ich hätte eine Eistonne draus gemacht zur Regeneration. Da kommt jetzt gleich Wasser rein und dann können wir hier planschen. Das ist jetzt unsere Pool. Das will ich mal sehen, wie du da Wasser reintust. Du weißt schon, dass ich hier nirgendwo einen Wasseranschluss habe. Gar keinen Wasseranschluss? Nee. Ja, doch, da habe ich eine gute Idee. Zeige ich dir. So einfach geht das hier. Boden schon fast nass. Und für jedes Like auf das Video gehe ich einmal. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Video. Achso, für jeden Daumen hoch tust du ein Glas Wasser da rein. Ja, ich habe jetzt sozusagen einmal geliked. Und für alle Leute, die jetzt liken, gehe ich einmal hin und zurück und pack da wieder ein Glas Wasser rein. Dann schauen wir mal, ob wir nächste Folge dann diese Tonne hier voll kriegen. Also bis Junge, jetzt. Das wird so geil. Sieht sich so gut aus. Ja, komm, du likest auch nochmal, dann gehe ich noch ein zweites Mal. Okay, hier, like. Der hat doch irgendwas genommen, Alter. Project Fußballplatz bringt uns an unsere Grenzen. Körperlich, aber auch im Köpfchen. Aber das ist es wert. Schaut euch das mal an, wie Hammer das aussieht. Ach, und da kommt er auch schon mit der nächsten Ladung, mit dem nächsten Like. Alles klar. Bruh. Was soll ich? Doppelte Geschwindigkeit, Freunde. Ganz viele von euch wollten auch eine Anzeigetafel. Irgendwie, dass man den Punktestand sieht, wie viel es steht. Und dafür habe ich mir auch was überlegt. Gehen wir dafür einmal in den Keller runter. Da. Ach so, ja, das fürs Regenwasser, ne? Wenn es regnet. So, dann kommt auch nichts dran. Ah ja, da sind wir. Da sind wir. Hä? Die Knastzelle von MJ. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir aber ziemlich bekannt vor. Und hier ist er. Boah.
noch ein alter Monitor, der wird safe noch gehen. Dann schließen wir den an und dann machen wir so Programm. Draußen ist ja Stromanschluss, da können Strom wir perfekt wir. Alles anzeigen lassen, Alter. Ja, geil, Anzeige ist raus. Ciao, Mr. Murat, Sie müssen leider noch hier bleiben. Erstmal provisorisch können wir den hier auf den Tisch stellen. Sieht doch schon mal nice aus hier. Aber ich würde das dann noch irgendwie weiter oben befestigen, weil dann kann da einmal so stehen, wie viel steht. Das ist eine gute Idee eigentlich. Damit das Ganze überhaupt geht. Was ist denn los? Das geht gar nicht, Alter. Junge, was ist Wieso das? Geht das denn nicht? Hä? Was machst du denn? Gar nichts. Warte doch! Mein Gott, Alter. Was hast du mir hier gezeigt, Mann? Das funktioniert doch gar nicht. Ja, weil ich noch das Stromkabel geholt habe. Ja, sonst hat das halt keinen Strom. Ich dachte, du hättest schon eingestöpselt. Nee, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja gut, der Tisch ist auf jeden Fall jetzt auch kaputt. Vielleicht geht er ja noch. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, okay. Wir holen was Neues. Ja, das geht, das ist doch fast wie neu. Also. Na gut. Jetzt ist nämlich Zeit. Oh, jetzt wird's ernst. Hier kommen jetzt 10 Namen von euch drauf. Jeder hat sich 5 rausgesucht von den 10 glücklichen Gewinnern. Ich fange einfach mal an, Alter. War der erste Sieger ist der erste. Finn. Finn, Alter, du bist der allererste, der hier stehen darf. Permanent, also wenn es einmal drauf steht. Okay. Finn, sieht gut aus. Als nächstes haben wir den Eihahn. Geil, Junge, das sieht schon richtig stabil aus. Ist ein Haar. Maschallah. Samuel. Finn, Eihahn und jetzt auch noch der Samuel. Grüße gehen raus an die Gewinner. Justin, Leute. Justin. Oh, die Bande sieht schon toll aus. Du hast so eine schöne Schrift, ich werde es gleich komplett versauen, ja, Digga. Deine haben halt ein bisschen reingeschrieben mit dir, aber. Selim. So, bitteschön, Bruder. Geil. Also bis jetzt noch sieht die Bande stabil aus. Ich habe mir auch so schwere Namen rausgesucht. Ne? Der erste Name ist Firemona. Oh mein Gott. Ja, sieht gut aus. Was hast du für eine Kindergarten? Junge, ist doch super. Jamiro. Ja, der Jamiro, der möchte oben rechts stehen. Der schießt auch immer oben rechts, habe ich gehört. So. Okay. Sind das echte Kommentare oder hast du die Namen ausgedacht? Nein, das sind echte Kommentare. Oh, Hamza. Der Hamza, der kommt hier vorne hin, würde ich sagen. Zack. Abo. Einfach wie, lass ein Abo da und das möchte ich euch an dieser Stelle auch empfehlen. Lass ein Abo da. Und lass mal den Abo auf der Bande da. Boom. Oh, schönes Ding, richtig künstlerisch. Oh, Till. Der Till unter den Finn, ne? Das sind eure beste Freunde, habe ich gehört. Perfekt. Super, Freunde. Also wenn das nicht mal geil aussieht, Leute, dann war ich auch nicht. Können natürlich auch wieder in der nächsten Folge 10 Namen schaffen, wenn ihr die 20.000 Likes droppt, ne? Und dann ist wahrscheinlich auch die Tonne voll, wenn ich 20.000 Mal hier lang rauf, oder? Yeah. Perfekt.